Ja, mein Name ist Matthias Wehr, ich bin freischaffender Dirigent und Komponist und habe das Werk Journey into Singularity komponiert, das da Pflichtwerk für die Championship Division bei der Deutschen Brassband-Meisterschaft ist. Journey into Singularity ist im Prinzip die Reise in die Singularität. Und mit Singularität ist die technologische Singularität gemeint, also ein Punkt, an dem die künstliche Intelligenz, also die KI, quasi die Intelligenz des Menschen übertrifft und somit ab diesem Zeitpunkt quasi die Entwicklung der Technik für uns Menschen gar nicht mehr richtig nachvollziehbar wird und dadurch unberechenbar quasi. Dass wir auf der Reise in die Singularität sind, da sind sich die Forscher eigentlich einig, dass wir auf dieser Reise uns befinden. Nur es ist unklar, wann dieser Zeitpunkt, an dem die KI quasi unberechenbar sich selbst weiterentwickelt, wann wir diesen Punkt erreichen, ist unbekannt. Da wird natürlich darüber spekuliert. Und Fakt ist, dass dieser Punkt anscheinend überraschend eintritt. Und das Thema hat mich schon immer beschäftigt und deswegen habe ich gedacht, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Werk zu schreiben, das natürlich dann auch entsprechend die Länge haben darf. Ja, musikalisch setze ich das Ganze um, indem ich ein Motiv habe für die KI, für die künstliche Intelligenz. Das sind drei Noten nur. Das ist die kleine Sechste, die Quinte und der Grundton. Und dieses Motiv entsteht dann quasi aus einer Art Datensuppe heraus, wird dann immer größer und verarbeitet sich zu verschiedenen Melodien im gesamten Werk. Die Herausforderung, ein Pflichtwerk zu schreiben, ist natürlich die, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Zum einen ist das die Länge des Werkes, der Schwierigkeitsgrad des Stücks. Dann muss darauf geachtet werden, dass die Instrumentalisten ihre Solopassagen bekommen, um sich zu beweisen, um sich zu zeigen. Jedes Register muss gefordert werden, nicht nur einzelne. Und natürlich auch das Tonspektrum von ganz hoch bis ganz tief muss in einer Championship Division natürlich auch ausgekostet werden. Das Stück beginnt im Prinzip erstmal ganz ruhig und völlig unkontrolliert in, wie gesagt, einer Art Datensuppe, die man nicht klar erkennen kann, was eigentlich daraus werden soll. Und dann kommt dieses KI-Motiv zum allerersten Mal und wird immer größer, immer präsenter, bis es dann einfach da ist. Und ab diesem Zeitpunkt entwickelt es sich quasi selbst. Und das heißt, wir gehen in den ruhigen Teil rein, der dann das Ganze beschreibt und diese Ruhe vor dem Sturm quasi wiedergibt. Und am Schluss raus entwickelt sich die KI dermaßen schnell, dass es dann einfach sehr komplex, technisch sehr anspruchsvoll und sehr spannend wird.